Gebirgsjäger bringen Kinderaugen zum Glänzen. Das Making-of der traditionellen Stallweihnacht. Endlich ist Weihnachten. In der Hohenstaufenkaserne in Bad Reichenhall wird die traditionelle Stallweihnacht aufgeführt. Wochen haben die Soldaten vom Einsatz- und Ausbildungszentrum für Gebirgstragtierwesen 230 geprobt. Unterstützt werden sie dabei von Musikern, Sängern und Darstellern aus der bayerischen Region. Den Kaiser sein Teil abgeben, drum hat er zur Volkszählung aufgerufen. Bereits zum 54. Mal erzählen die Soldaten die Geschichte der Heiligen Nacht. In der Reithalle haben rund 800 Gäste Platz. Das Besondere an diesem Abend ist das Krippenspiel für die Kleinen. Tage zuvor, die Proben laufen auf Hochtouren für Mensch und Tier. Hauptgefreiter Svenja Bieber spielt zum ersten Mal mit und übernimmt die Rolle der Maria. Oberstabsgefreiter Matthias Freiberg spielt schon zum siebten Mal einen der Hirten. Hier in der Reithalle geht der Regisseur Hauptfeldwebel Havel immer und immer wieder den Ablauf und Text mit seinen Kameraden durch. Die Probe heute lief eigentlich sehr gut. Für das, dass doch sehr viele Neue sind als Darsteller, die ich dieses Jahr habe, hat sich jeder sehr schnell in die Rolle eingelebt und fasst auch diesen Spirit der Stallweihnacht wirklich auf und lebt es auch mittlerweile. Zu einer traditionellen Stallweihnacht gehören richtige Kostüme. Müssen wir das Ganze eben mal ein bisschen sortieren, dass das Ganze Hand und Fuß hat, dass es alles ein bisschen ordentlich ausschaut. Ja, ich habe aber keine Ahnung, wie ich das finden soll. Das verstecken. Und das halt ein bisschen so feststecken, dass dann hier schon. Und dann ist nämlich das Haupthaar bedeckt. Ich würde sagen, der Catwalk kann kommen. Nein, also passt schon so. Für Stabsunteroffizier Mario Thies hat die Stallweihnacht eine lange Familientradition. Ich mache es gern. Ich bin auch voll stolz drauf, weil es quasi in zweiter Generation ist. Weil mein Schwiegervater hat das Ende der 80er, Anfang der 90er, da war auch schon der Josef. Und da war ich natürlich, dann habe ich mich gefreut, dass da die Auswahl auf mich gefallen ist. Die Kostüme passen, das Bühnenbild steht. Jetzt kümmern sich die Soldaten um das Wichtigste, die Tiere. Wir haben ja gerade unsere Schafe gewaschen. Das machen wir deswegen, weil die sind ja mit bei uns dann auf dem Auftritt und das soll ja halt auch alles schön aussehen, damit sie dann halt schön weiß sind oder das andere dann halt mal einigermaßen gepflegt aussieht. Ja, und als nächstes kommt dann unser Ochse dran. Ja, und der wird dann halt auch noch gewaschen. Der Ochse hier ist übrigens Zivilist und vom Nachbarbauern ausgeliehen. Das ist Seife, das ist jetzt eine Jodseife, was wir hier haben, weil die am besten wirkt. Wir haben aber auch ein ganz normales Fellshampoo hier, damit die eben dann schön weiß werden. Nach dem Auftritt dürfen die Kinder die Tiere streicheln. Das Lachen und Glänzen in den Augen der Kleinen ist für die Soldaten der größte Dank. Was hat dir am besten gefallen hier heute? Nicht der Stern. Der Stern? Der war schön, oder? Ja. Und wie fandest du die Tiere hier? Ja, auch schön. Die Reichenhaller Stallweihnacht ist einzigartig in der Bundeswehr und eine besonders stimmungsvolle Aufführung in der Weihnachtszeit.